Heldenkram, der YouTube-Kanal rund ums Tabletop, wird unterstützt durch Tellurien, der freundliche Spieleladen in Dortmund. Hallo und herzlich willkommen hier beim Heldenkram. Mein Name ist der Chris und ja, es ist wieder Battleforce Time. Ich habe jetzt hier wieder eine neue Battleforce Box aus dem Jahre 23, nämlich die von den Space Marines. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr zügige Armee quasi in dieser Box. Was haben wir denn wieder Tolles? Wir haben auf jeden Fall 15 Mal die neuen Intercessoren mit den Sprungmodulen dabei. Wir haben hier drei Outriders, da unten natürlich. So, wir haben hier oben den neuen Captain mit Jump Pack und wir haben einen ATV dabei. Also wir sind hier auf jeden Fall ziemlich zügig unterwegs. Wir wollen uns die natürlich auch gerne einmal anschauen, was uns so da drin noch erwartet, ob wir noch schöne Decals haben oder. So. Was haben wir jetzt? Wie gesagt, wir haben einmal die Bauanleitung der Outriders dabei, des ATVs, des neuen Captains. Ich schau mal, ob wir da alternative Bauarten haben. Haben wir nicht. Keine alternative Bauarten. Wahrscheinlich den Helm höchstens mal. Und hier haben wir dann die Jump Pack Intercessoren. Und davon haben wir dreimal welche dabei, weil so sind sie nur mit 5 Stück. Bedeutet, wir haben diesen Gussrahmen dann dreimal. Ne? Einmal der zweite. Wir haben auf jeden Fall ja, die ganzen Düsen dabei. Schauen wir uns den dritten Mal eben genauer an. So. Ja, wir haben jetzt hier einen Teil der Jump Packs. Ja, da ist die andere Hälfte. Es ist. Ja, es sind halt Intercessoren mit Jump Packs, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Wie gesagt, haben wir jetzt 15 Stück mit drin. Wir haben jetzt hier einmal den Captain mit Jump Pack. Dann einmal den ATV und einmal die Outriders. So, was wir aber sehen, ist eine Menge Decals. So, wir haben Bases. Wir haben noch mehr Bases. Das heißt, hier sieht man schon, es sind die Easy to Build Outriders. So, wir haben jetzt hier, jetzt haltet euch mal fest, das ist ja unfassbar. Wir haben hier einmal den Transfer-Sheet für, jo, das wird wahrscheinlich, ich denke mal, das ATV sein. So, dann haben wir hier nicht einen, nicht zwei, nicht drei, sondern viermal den aktuellen Space Marine Infanterie Decal-Bogen. Und ich muss mal sagen, Hut ab, dass sie da so viel haben. Aber man sieht hier, wir haben nur Ultramarines, Imperial Fists und Salamanders drauf. Das ist relativ wenig, es ist mal anders. Aber wir haben 4 Stück davon. Das finde ich gar nicht mal so wenig. Trotz allem ist es eine schwierige Box. Also viele, also die Community ist ja geteilter Meinung, ich auch. Weil es sind halt Intercessoren mit Jump Packs. Es wird sich zeigen, wie toll, wie gut, wie alles das ist. Für mich persönlich aber dieses Jahr die schwächste Box von allen Battleforce Boxen aus dem Jahre 23. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Das war's, euer Chris. Ciao.